Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf meinem Kanal von Darth Steffen Zockt. Und zwar spielen wir eine Runde Dead Stranding und wir gehen mal ein neues Spiel und starten es mal auf. Na, wir machen mal. Und da kann man es ja dann noch ändern, also ist alles okay. Ich sag mal hier, um was es geht, wenn ich spiele. Ich habe mir das mal vor längerer Zeit runtergeladen und habe es dann gar nicht mehr weiter verfolgt. Und jetzt will ich mal einfach mal blind reinstarten und gucken, um was es da ging. Weil ich weiß es gar nicht mehr genau, um was es eigentlich hier ging, wenn ich spiele. Aber erstmal kommt ein ähnlich langer Ladebalken. Wie immer bei solchen Spielen. Und dann schauen wir mal, was das Spiel so ja herhält. Ich hoffe, das Spiel bietet was Gutes. Nicht, dass ich jetzt ein Let's Play anfange, eine Folge anfange, dann ist es nur Mist. Das wäre ja suboptimal. Ich hoffe, kann man gleich in ein richtig geiles Spiel reinstarten hier. Und ja, dass es Spaß machen wird. Dass es euch Spaß machen wird, dass ihr dabei bleibt. Wenn es euch gefällt, was ich sehr hoffe. Und ja, alles weitere sehen wir dann, was das betrifft. Aber jetzt warten wir einfach mal erstmal ab, was passiert. Und was es hier so geht. Was man machen muss. Auf jeden Fall sieht es nach einem Horror-Game aus. Was ja schon wieder voll meinen Geschmack trifft. Mein Interesse. Ja, bestätigen. Geburtsdatum. 8.5. Aber bestätigen. Genau. Guck mal, hier wird so eine Altersbestätigung, dass es wirklich weiß, dass du 18 bist. Obwohl du es auch fälschen kannst, das Datum, ne? Jetzt kommt ein Intro, ich bin mal ruhig. Entschuldigung, das war nur ein Level, der noch lag. So ein Interaktiv, Entertainment, Präsenz. Developed by Kojima Productions A Hideo Kojima Game. Auch cool gemacht, dass das so mit Echtaufnahmen gemacht worden ist. Das Spiel, dass es Echtaufnahmen sind. Das ist richtig cool. Ja, das macht schon mal was her. Das Intro ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Thank you.
das Spiel sieht echt wie echt aus, ne? Man kann echt denken, das ist echt. Die Grafik ist echt Hammer. Oh, ist ein Regenbogen. Oh! Der Regenbogen steht auf dem Kopf. Er hat's jetzt. Alles klar, Regenbogen, der auf dem Kopf steht. Haut hin. Haut vollkommen hin. Verdrehte Welt. Ich verdrehte Welt. Unser Motorrad können auch mal wieder ein bisschen putzen und entrosten, oder? Das ist total verrostet, die Karre. Ist das Vieh unsichtbar? Was auch immer da jetzt hinhergelaufen ist oder da hinter uns stand. Ups, wenn das Vieh jetzt kommt, sind wir am Arsch, oder? Alter, können die hüpfen. Jetzt will das auch lang fahren. 100% fährt es auch lang. Wollen wir es wetten? Na, dachte ich mir doch. What the fuck ist hier los? Was geht denn hier falsch? Was ist das für ein Planet? Total menschenunfreundlich. Also da wohnen. Alter! Hat er gerade die Frau umgefahren? Ach du Scheiße! Junge, guck mal um, du hast gerade eine hübsche Frau umgefahren. Und tschüss. Das war mein Motorrad. Wo ist die Frau? Okay, wir müssen darauf achten. Wie viel Gewicht wir tragen. Verstehe. Boah, guckt euch mal den Wasserfall an. Ist ja geil. Oh, ist das. Ein riesen Wasserfall. Stell mal vor, man würde da paar Meter dran stehen und sich den anschauen. Boah. Also das hat einen Reiz, ne? Da sagt das, wenn man sich den echt mal guck hin. Also der kann ganz schön mit gleichem Gewicht klettern, also Respekt. Auf jeden Fall ist da hinten noch was. Jetzt müssen wir auf jeden Fall da hoch und die Fracht noch sammeln. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich irgendwo ein Lager aufbauen. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir dann irgendwo ein Lager aufbauen müssen, dass wir geschützt sind, erstmal vor den Sturm oder vor den Regen. Weil so safe sieht das hier nicht aus. Wie gesagt, der Planet sieht schön aus von der Umgebung her, aber er scheint sehr menschenunfreundlich zu sein. Aber er hat auf jeden Fall eine habitable Zone, ne, der Planet. So eine habitable Zone hat er, also er kann da leben ohne Maske. Oh.
Das bedeutet, es muss ja eine ordentliche Atmosphäre geben. Wie komme ich denn da jetzt noch höher? Da hinten liegt Fracht. Au! Oh, oh, oh. Ich glaube, die Fracht kann kaputt gehen. Ach, hier kommen wir durch. Alles klar, können wir mal hier lang. So schön der Planet auch ist. Also, lange würde ich da nicht leben wollen. Also, ich denke mal, durchgängig zu leben ist der Planet nix. Eine Höhle. Bist du dir sicher? Wer weiß, was da für Tiere drin wohnen? Fremde Planeten, fremde Tiere, ne? Oder fremde Kreaturen. Ist nicht gerade so sicher, gleich auf in eine Höhle einfach reinzurennen. Ist das ja nicht mal hier auf der Erde. Gerade Amerika oder Kanada, wo es Bären gibt oder sowas, wird da reinrennen in die Höhle und auf einmal kommt dir so ein Bär entgegen. Da bist du ja voll im Arsch. War da gerade zwei Rehe? Zwei Rehböcke oder was das auch immer war? Na okay, alles klar. Hä? Oh! Also der Regen ist auf jeden Fall nicht gesund. Sieht zumindest nicht gesund aus, der Regen, der da runterkommt. Wow. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, es geht doch noch auf einen Ausschlag. Na, wenn er jetzt krank wird, ne, ist er am Arsch. Man weiß ja nicht, wo seine Crew ist. Der wird doch nicht komplett alleine da sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber er läuft an ihm vorbei. Kann es sein, dass das Vieh gar kein Interesse hat, anzugreifen, dass es ein ganz friedliches Tier ist, was so unsichtbar ist? Das hätte es doch angegriffen. Oder täuscht es nur an, friedliches sein und es will angreifen? Das wissen wir ja jetzt noch nicht. Das Spiel beginnt ja erst. Daher muss ich dazu sagen, es müssen ja nicht immer gleich gefährliche Tiere oder Kreaturen sein. Es können ja auch friedliche Kreaturen sein. Huch. Oh oh. Und jetzt? Es geht wieder? Also reagiert es auf Geräusche. Ich glaube, es reagiert auf Geräusche. Oh! Das wiederum ist nicht so gut. Er umkreist sie wie ein Adler oder irgendein Beutetier, was darauf wartet, dass es eine Schwäche findet zum Angreifen. So sieht das gerade echt aus. Aber jetzt geht's anscheinend. Jetzt geht's anscheinend gerade weg. Alter. Was ist das für ein abgespacedes Spiel? Erst eine volle Stunde und es geht schon voll die Action ab.
Alter Schwede, alter Schwede. Warum heulen die jetzt beide? Warum heulen die? Was sehen die da? Prolog. Porter. Ja, Bingo. War nur ein Prolog. Wie öde. Das geht gleich richtig los. Oha. Okay, es war sehr viel gequatscht jetzt. Ich habe jetzt mindestens über 5 Minuten nicht reden können, weil die gequatscht haben. Ich wollte eigentlich die Folge bei 15 Minuten beenden. Jetzt bin ich schon bei 20 Minuten. Aber egal. So. Okay. Ob es eine gute Idee ist, das zu machen, ich weiß nicht, aber ist egal. Wir machen es einfach. Wir schreien einfach mal durch die Gegend. Und jetzt muss ich ja irgendwie darüber, richtig? Das wird interessant. Wie ich darüber komme.
Na gut, aber ich werde jetzt, wie gesagt, hier erstmal die Folge beenden. Ne? Hoffe, ihr hattet alle viel Spaß beim Zuschauen und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bei der nächsten Folge. Und ja, mir hat es auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und bleibt mir drücken und gesund. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Wie gesagt, das ist alles kostenlos und ihr könnt mich damit wirklich sehr gut unterstützen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und möge die Macht und das Survivor-Blut mit euch sein. Euer Darth Steffen zockt, sagt ciao, ciao, ciao mit einem großen doppelten V. Bis bald.